Habe des Zombies, der ist ja wichtig. Jetzt können wir den durch die durch immer wieder fallen lassen. Den Stab, den wollen wir doch mitnehmen. Wir müssen hier in diesen Ruinen aufpassen. Yep. Überall können Fallen sein und es sind sicher nicht wenige. Mirak hat versucht, hier die Macht zu ergreifen und sich gleichzeitig zu schützen. Ich werde mal speichern. Okay, wie kommen wir da am dümmsten durch? Aha, einfach nicht auf die Schalter treten. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hier passiert sein mag. Wer waren die armen Seelen, die in diesen Käfigen gefangen gehalten wurden? Welche Qualen mussten sie durch Mirak erleiden? Geschah es im Dienst der Drachen oder für seine eigenen Zwecke? Schaut mal da hoch. Ich glaube, ich sehe etwas. Oh je. Ich will es nicht wissen. Oh, Kacke. Ach, die kennen wir doch schon. Was haben wir? Waffe? Eine Axt jetzt weg. What the fuck? Meine schöne Axt. Womit soll ich jetzt angreifen? Eine Axt ist kaputt gegangen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Da habe ich schnell geladen. War die Axt schon kaputt oder was ist geschehen? Lydia hier stirbt. Ach, das ist der Fürst, der macht uns hier. Macht sie alle. Genau so macht man das. Ja, ich glaube, der Fürst, der macht uns alle. Sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist doch einer dieser Gegner, die war. Das war doch der Endboss-Gegner in dem Tempel. Vorsichtiger sein. Ich habe doch einen Bogen, einen sehr guten Bogen. Einen sehr guten Pfeilen. Das kann ich auch. Fuß!
Vielleicht aber eher Freya getötet. Gut ist das nicht auch noch. Ich brenne. Trinken haben wir keine mehr, das ist schlecht. Ich bin hier für diese, für diesen Dungeon nicht wirklich gemacht. Die Kultisten sollten wir vielleicht mit Axt doch besiegen. Und den Bosskampf, den sollten wir mal vorsichtig angehen. Ja. Der Fürst. Ich hab welche Maus. Nein, Lydia. Ich bin zu schlecht für den. Der letzte Mal schon so gut geklappt. Fürst. Oh, Kacke. Und alle anderen tot, oder was? Das ist doch nicht wahr. Habe ich jetzt hier schon mich den Bogen verbrannt. Puh. Lydia geht dabei drauf. Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Wie nee, ihr warte mal hier. Ist gleich besser, wenn wir die behalten. Mit so keine Unterstützung, wenn die nicht drauf geht. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hier passiert sein mag. Wer waren die armen Seelen, die in diesen Käfigen gefangen gehalten wurden? Wo müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir lang. Wir können einfach mal durchrennen. Können wir nicht. Sehr schade. Hat jetzt meine Axt schon wieder genommen oder was? Was macht denn der? Das geht doch so nicht. Thank you.
Fürst müssen wir irgendwie besiegen. Ja, im Nahkampf. Ich habe keine Waffen mehr. Im Nahkampf bin ich aufgeschmissen. Wir sind in diesem Tempel aufgeschmissen. Ich versuche dann mal durchzurennen. Bin immer noch da. Ich bleibe hier und passe auf. Ja, mach das mal. Ich renne da mal runter. Wir haben da unten noch eine Luft. Den Fürst zu besiegen, das ist vielleicht nicht unbedingt das Höchste. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hier passiert sein mag. Wer waren die Armen, die in diesen Käfigen gefangen gehalten wurden? Welche Qualen mussten sie durch Mirak erleiden? Geschah es im Dienst der Drachen oder für seine eigenen Zwecke? Okay, da greifen sie schon an. Ich gehe hier mal weiter. Findet sie! Allein gegen drei, das kann auch nicht gut ausgehen. Wir müssen hier schnell raus. Ich versuche noch ein letztes Mal, dann ergreifen wir die Flucht. Wie ihr wünscht, Tane. Der Tempel ist noch zu hoch für mich mit Level 8. Das ist doch hier eigentlich effektiv. Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung, dann wäre das hier hilfreich. Das hier machen, aber so alleine könnte das schwer werden. Nein. Das ist mit Feuerresistenz. Ja, vielleicht könnte ich mal den gute Erinnerung. Ich sollte mal öfters den Drachen ich schreiben. Ich gebe euch Deckung. Wie ihr wünscht, Tane. Mein letztes Einbringen jetzt wirklich das letzte Mal. Vielleicht kann ich gegen die da unten den Boss Rodar nutzen. Okay, erstmal Feuerresistenz. Das zählt aber auch nicht lange. Ihr habt gewonnen. Einfach metzeln. Noch ein Opfer für den Meister. Wir hauen ab. Wir kommen später wieder. Das ist keine Quest für uns, Leute. Ich hab's versucht. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Es tut mir schrecklich leid für euch. Das tun wir in einem anderen Part irgendwann später. Okay, ich kann hier nicht schnell reisen, aber ich mache hier trotzdem die Biege. Ich habe hier ein paar Masken, ein paar Buddhistenruhe mitgenommen. Das wird mir Geld bringen. Schnell raus hier. Lydia, komm mit. Das ist kein Ort für uns. So spannend das auch hier war. Wir machen die Quest irgendwann anders weiter. Wir haben jetzt hier Checkpoints gesetzt. Wir können da später nochmal hin.
Doch nun wirkt er durch sie. Ich ergreife die Flucht. Zurück nach Himmelsrand. Das war schon ein Zeichen, dass wir hier so das Land verlassen haben. Wir müssen erstmal an den Himmelsrand die Quests machen und dann komme ich später nochmal zurück. Kapitän Gerlund kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Maat. Kapitän Gerlund kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Maat. Tut mir leid von dir. Aber wir machen. Speichere ich die mal. Machen wir später weiter. Mit Grünolf müssen wir jetzt sprechen. Machen wir mit der Quest weiter. Da waren wir schon auf dem Weg hin. Oh, das habe ich noch nicht entdeckt. Auf nach Ivarstadt. Ivarstadt geht es genau andersrum. Diese Richtung weiter. Oh, unser Pferd. Einfach den Fluss entlang. Immer dem Fluss folgen. Genauso. Machen wir eine kleine Flusswanderung. Direkt am Ufer lang. Nach diesem Krampf im Tempel ist es auch mal schön. Kleine Flusswanderung. Idyllischen Lande von Skyrim, von Himmelsrand. Hier haben wir eine Brücke. Okay, so weit sind wir. Muss ich gerade mal was im Hintergrund machen. Und wir wechseln mal die Seiten. Wir müssen noch ein zweites Pferd für Lydia besorgen. Reisen wir auf der Flussseite weiter. Bisschen durch die herbstlichen Wälder. Ein Wald- und Flussritt. Find mal lieber ein bisschen, was? Ein backender Hase. Find mal wieder ein bisschen näher an den Fluss ran. Thank you.
ungefähr den halben Weg haben wir schon. Weg man von meinem Pferd. Aber kommt es hier noch, dass das mein Pferd reißt? Lass mein Pferd nur. Was ist denn jetzt los? Es sind keine Wölfe, die da angreifen. Kommt jetzt hier mal her. Oh oh. Krabbe, Spinne. Spinnenkrabbe. Pferd, dann weiter. Ja, wir laufen hier eine kleine Runde drumherum. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Noch weit entfernt vom Ziel. Nein! Bitte was? Okay. Festung Grünwall. Das war ja lustig. Nein, da bin ich nicht mehr hin. Zu viele Gegner. Wir werden ja angegriffen. Ja, genau in diese Richtung. Auf und davon. Was haben wir hier entdeckt? Angekommen sind wir noch nicht. Kleine Vorort. Möglicherweise. Ein Schmied gibt's hier. Stille von Rüften. Lass mein Pferd in Ruhe. Was wollt ihr? Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Refton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Oh oh. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Habe ich denn so viel Geld? Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Lasst mich das Tor öffnen. Dann dürft ihr in die Stadt. Bevor wir uns... Ja, okay, mit den Zweien hier anlegen. Das Tor ist offen. Ihr könnt auch, rein, sobald ihr soweit seid. Und noch niemand niedergemetzelt, aber... Ja. Wenn es nur 100 sind. Und was soll der Scheiß? Ruf denn nicht. Ich bin schon... Genau, hier wollten wir hin. Wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig. Sprich mit Brünnwolf.
Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde... Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifthorn nach Ärger? Nein, nein. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Aiden. Ja? Dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Bleibt nicht lange. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Gibt vielleicht aufs Maul. Bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Nicht wohl gibst. Sein, wann jedem geht. Ich hab noch Geld. Jetzt kicke ich das falsch und dann bin ich am Arsch. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich will hier keinen Ärger. Was wollt ihr wissen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Aha, Brynjolf, mit dem sollen wir doch sprechen. Ich habe nur das Gerücht gehört, dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte, die Dunkle Bruderschaft zu kontaktieren. Er hat hier in Rifthorn im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt, ist dann aber wohl weggelaufen. Man kann es ihm nicht verübeln. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur Dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr könnt also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Wir sehen uns. Okay. Für die Quests. Brynjolf, mit dem sollen wir sprechen. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig... Habt ihr eine Münze übrig? Bei mir gibt es das beste Essen. Kauft euch diesmal was zu essen, ja? Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Dann krieg ich immer runter. Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Lass mich ihn jetzt finden, trauen sie schlecht fürs Geschäft. Warte, ich würde nur ein paar Informationen haben. Woher würdet ihr das wissen? Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Na, das... Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Oh je, es kann nur schief gehen. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt! Kommt alle her!
Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Kein Schubsen, kein Drängeln. Ist das der Richtige? Ist Platz genug. Hierher und nicht weiter. Ach, Brynjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Ich hab kein Diebesgut. Weil ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Verdammt, scheiße. Das war nicht so gut. Ja, 5 war nicht viel. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. Ich bin kein guter Dieb. Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Ja, sieht so aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch erwischen lasst. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Es wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. In Ordnung, dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Bin ich am Kampf gut und sie haben einen Diebstahl. Was wollt ihr denn noch alles wissen? Okay. Diebesgarter. Rattenbeet. Fragt. Bei mir gibt es das beste Essen im ganz Himmelsrand. Immer absolut frisch. Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oh je. Wütende Katze. Bruchstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Edelsteine. Warum muss ich... Wo ist denn die verdammte Rattenkatze? Ratten... Klasse. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Mein Gott, genau auf der anderen Seite. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein Dreckiger. Ja, warum solltet ihr schon noch mir reden? Versenkte Hammer. Kriegt nebenan. Die Rattengasse. Also hier. Hier müssen wir lang. Spruchstücke wie nur die legendären argonischen. Spaltende Seele. Warnung, bleibt dem Rattenweg fern. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass sich manch unbedachter Bürger jetzt nachts den Rattenweg begeben hat. Andere haben Gerüchte über das Verschwinden dieser armen Toren verbreitet, wodurch nun überall von Geistern und Phantomen die Rede ist, die in der Kanalisation ihr Unwesen treiben. Wir möchten euch daran erinnern, dass der Rattenweg kein sicherer Ort für Bürger ist. Sich bei Gerede von Geistern um nichts weiter als Tavernentratsch handelt. Wir werden die Angelegenheit in Kürze untersuchen. Bis dahin solltet ihr dieser Warnung jedoch Beachtung schenken und keinen Fuß in den Rattenweg setzen. Schlimmer als in dem Tempel kann es nicht werden. Auf geht's. Wenn da Traumfürsten drin sind. Holz für die Axt.
Ja. Sicher.